Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dying Light. Hier sind Wurfmesser und wir sind jetzt immer noch in der Arena hier und müssen jetzt erstmal den Kampf überleben. Und ich denke, das wird gar nicht so einfach. Und alle Waffen, die wir besitzen, sind jetzt weg. Und ich denke, das waren eigentlich schon ganz gute Waffen, was wir da hatten. Ja, ich kann doch nicht drauf schießen. Okay, ich glaube, das hat ein paar gekillt. Okay, der eine ist tot. Oder die eine, weil es ist ja kein Mann. Auch tot. Und da oben ist Raiz. Ey, meine Waffen sind so schlecht. Wie soll ich die denn alle töten? Das dauert ja ewig. Noch ein Gasrohr. Da sind noch mehr drin. Ich benutze mal das hier. Ah, ich habe noch gar nicht den schweren Schlag. Das ist natürlich dumm. Der Kraftangriff. Oh nein, den brauche ich halt. Ah, die sind beide gestorben. Einmal auf den Kopf. Aber man sollte ja trotzdem alle looten. Okay, der nächste. Jetzt du. Auch tot. Also diese Keule hier, die ich jetzt habe, das ist die beste Waffe, die ich gerade besitze. Auch tot. Tot. Also es geht auf jeden Fall voran. Ah, da ist noch einer. Oh Mann, ich kann die Keule aber nicht reparieren. Das ist sehr schlecht. Ein Nagelbrett. Okay, nehme ich mal mit, weil habe eh keine Waffen. Oh nein, lass mich los. Ah, die ist eh tot. Nein, Alter. Und wir haben keine Medikits. Und ich treffe keinen. Ja, da sind auch noch ein paar. Kannst du bitte sterben? Oh Gott, jetzt sterben die nicht. Okay, jetzt ist der eine tot. Der nächste ist tot. Okay.
Okay, das war's. Meine Waffe ist kaputt. Mein Gott, aber die macht viel mehr Schaden als meine anderen Waffen. Also nehme ich die trotzdem noch, oder? Aber die macht jetzt super wenig Schaden. Dann nehme ich mal das Gasrohr hier. Noch ein bisschen Bargeld. Noch ein Rohr. Hat das jetzt wenigstens ein paar gekillt? Auch kaputt. Gut, der nächste ist tot. Naja, das hat keinen gekillt. Ich brauche bitte bessere Waffen. Erbärmlicher Versuch, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, Crane. Zu wenig und zu spät. Eindrucksvoll für eine lebende Leiche. Heben Sie die Machete auf. Geil, endlich mal eine Machete. Cool, ein Geschenk. Ja, na klar. Geil, ein Rammer. Ich kann sie aber dreimal reparieren. Oh, scheiße. Alter, ich habe keine Medikits mehr. Oh mein Gott. ...86 Schaden. Oh Kacke, er kommt. Oh nein! 46 AP und jetzt noch 26. Kann ich eins herstellen? Entwürfe? Medkit? Nein, kann ich nicht. Er kommt. Aber seine Rüstung geht schon nach unten. Neue Kraftstufe. Und jetzt nehme ich das hier, den Kraftangriff. Fokus. Schadensboost. Oh man, das ist auch richtig geil. Trampeln. Aber ich nehme jetzt erstmal das. Was? Natürlich! Jetzt kommen da Befallene auch noch. Die brennt auch noch! Ist das euer Ernst?
Wie soll ich das mit 25 HP überhaupt überleben? Zwei sind tot. Die dritte auch. Einer lebt noch. Achso, das ist nur noch der Rama. Einmal reparieren. Und ich habe kein einziges Metallteil mehr. Ich nehme das hier gegen das. Alter, ich bin tot. Ich hoffe, seine Gesundheit ist jetzt nicht wieder voll. Bitte nicht. Okay. Alles in Ordnung, seine Gesundheit ist noch immer so weit unten, wie sie war. Alter. Geh da hoch und nimm die Machete. Er ist da. Er ist gleich tot. Alter. Oh nein. Mein Kopf. Das war recht unterhaltsam. Schade, dass es bei diesem einen Auftritt bleiben wird. Damit zögerst du das Unausweichliche nur hinaus. Aber mach das Beste draus. Es soll nicht heißen, ich würde mich nicht... Okay, warte kurz. ...um dich sorgen, Craig. Wir kennen deine Fähigkeiten mittlerweile, Crane. Der DRI sucht seine Agenten gut aus. Oh, Scheiße. Sind die Plattform. Weg mit der Waffe. Die einzig wahre Ordnung der Dinge. Etwas anderes zu behaupten ist pure Torheit. Darf ich das demonstrieren? Bassam, hörst du mich? Laut und deutlich. Veröffentliche die Datei. Sofort, Boss. Und fertig. Du bist doch irre. Du hast gerade tausende Unschuldige zum Tode verurteilt. Das kommt von deinem bescheuerten Chaos. Du weißt gar nicht, was die Datei enthält, oder? Genau das dachte ich mir. Der GRI will den Virus waffenfähig machen. Nicht ausmerzen. Menschenleben interessieren sie nicht. Nur der Profit. Du hast ihre Regeln und Gesetze befolgt. Und dich zur Marionette machen lassen. Armselig. Das wär's. Erledigt ihn. Auf geht's, ich bring sie hier raus. Crane, retten Sie die Leute. Sie haben das alles nicht verdient. Duda, her mit der Fackel. Crane!
wartet, ihr Schweine, noch? Erschießt ihn! Auf Wiedersehen, Doktor. Alter, Raiz hat seine Hand verloren. Oh shit. Weg hier. Ganz schnell. So schön. Oh Gott. Ja, das war wirklich sehr knapp. Mist. Okay, hier rüber. Oh mein Gott. Renn. Nein, ich bin tot. Okay, weiter. Okay, rein hier. Erstmal die Taschenlampe anmachen. Ich muss hier hoch. Ich konnte aus der Arena entkommen und muss auf dem schnellsten Weg zurück zu Brecken. Doch Sarah ist tot. Der einzige Lichtblick ist, dass er vor seiner Entführung wohl Jade die Daten hat übergeben können. Es gibt also noch einen Funken Hoffnung, dass ein Heilmittel gefunden werden kann. Mein Magen brennt. Gott, mach, dass es aufhört. Okay, wir sind jetzt wieder draußen. Und ich habe auch gerade eine Errungenschaft bekommen, aber das seht ihr halt leider nicht. Laufen Sie zum Turm. Hallo, renn doch. Hä? Ich kann nicht mehr sprinten. Komm, stirb doch. Ich kann nicht sprinten. Nein, nein, nein. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Alter, stirb, du Bastard. Ich kann nicht sprinten. Hä, ist das jetzt... Ist das vom Spiel? Ich hab keine Ahnung. Nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Ich glaube aber, das ist vom Spiel. Yeah.
hat. Sarah. Sarah ist tot. Alles okay? Wo bin ich? Ich musste dich am Pier verstecken. Grace Männer suchen nach dir. Die Bastarde sind auf dem Kriegspfad. Was ist passiert? Ich muss mit Jade sprechen. Sarah hat dir seine Unterlagen gegeben. Sie brauchte sie zu Kenton. Wollte sie wenigstens. Laut Kenton haben Rays Männer sein Labor gefunden. Also hat er Beißer reingelassen und sich in der Mitte verschanzt. Jetzt sitzt er fest. Dann brach die Verbindung ab. Wir können ihn nicht mehr erreichen. Ich gehe ihr nach. Wie kommt sie rein? Der Stadtteil ist abgeriegelt. Es gibt eine Gruppe von Schleusern. Sie nennen sich die Retter. Du findest sie im Kessel, in Nikos Bar. Sie ist in der Nähe des Highways. Der Kontaktmann heißt Chase. Hast du genug Kuriere für die GRE-Pakete? Die Abwürfe haben vor 36 Stunden aufgehört. Endgültig. Uns läuft die Zeit davon, Crane. Mist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da was tun kann, aber ich werde es versuchen. Weißt du, die meisten würden sich in so einer Situation verkriechen. Respekt, Crane. Und viel Glück. Crane, hier deine Ausrüstung. Mit besten Grüßen von Karim. Danke ihm von mir. Ah, danke. Endlich mal wieder meine Waffen. Okay, das ist mein Inventar. Dann nehme ich das mit, das, das. Ich nehme einfach alles mit. Ja, ich weiß nicht. Das eine nehme ich mit. Oder kann ich alles mitnehmen? Nee. Ah, hier ist die Korrig-Machete. Metallteile 0. Habe ich die noch hier drin? Also wenn ich die jetzt alle verloren habe, dann ist das sehr schlecht. Hä, wo sind die denn? Oh nein. Okay, die Retter. Machen Sie die Gruppe ausfindig, die Sie nach Sektor 0 bringen kann. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.